IPO oder Erstlisting im Freiverkehr der Börse Berlin. Habt ihr davon schon mal gehört? Kennt ihr den Unterschied zwischen IPO und Erstlistings? Auf der Straße habe ich mal gefragt, wer darüber Bescheid weiß. Erst was? Einer, der ganz oben steht. Wahrscheinlich Unternehmen, die halt so das erste Mal an die Börse gehen. Die ersten Anteile sozusagen, die verkauft werden. Also wenn eine Aktie neu gelistet wird oder in den DAX oder sowas kommt oder was? In der vergangenen Folge haben wir uns mit der Königsklasse der Börsengänge beschäftigt, dem IPO am regulierten Markt. Um kleineren und mittleren Unternehmen den Start an der Börse zu erleichtern, können sie auch den Börsengang im Freiverkehr einer Börse begehen. Dieses Marktsegment ist privatrechtlich geregelt. Das heißt, die Börsen können in einem gewissen Rahmen die Bedingungen zum Zugang zum Freiverkehr selbst gestalten. Im Freiverkehr der Börse Berlin werden grundsätzlich nur Aktien von Emittenten zum Handel zugelassen, die ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Unter anderem muss das Eigenkapital mindestens 500.000 Euro betragen und dasselbe operative Geschäft seit mindestens 3 Jahren betrieben werden. Das heißt, Sie können nicht beispielsweise 2 Jahre lang einen Lieferdienst betreiben und 1 Jahr lang Webseiten programmieren. Auch wenn der Name und der Firmensitz gleich bleiben, können Sie dann nicht zugelassen werden zur Börse. Außerdem muss sichergestellt sein, dass eine interne Organisation eingerichtet ist, die zur Erfüllung der Publizitäts- und Berichtspflichten beiträgt. Denn wie beim regulierten Markt gibt es auch im Freiverkehr der Börse Berlin vergleichbare Transparenzverpflichtungen, die nach dem Börsengang erfüllt werden müssen. Zudem müssen mindestens 250.000 Euro des Grundkapitals dem Markt als Aktien zur Verfügung gestellt werden und mindestens 20% des Kapitals müssen sich im Streubesitz befinden. Eine Aktie muss zum Börsengang mindestens 1 Euro wert sein. Wenn die Aktien im Rahmen eines IPOs öffentlich angeboten werden sollen, müssen die Unternehmen verschiedene Sachen vorlegen. Dazu gehört unter anderem testierte Jahresabschlüsse, Handelsregisterauszug, Satzung und auch einen von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt. Für ein Erstlisting reicht ein Exposé, dessen Inhalt von der Börse Berlin vorgegeben wird. Unter anderem muss der Vorstand des Emittenten darin erklären, dass alle Angaben richtig und wesentlich sind und keine wichtigen Informationen weggelassen wurden. Das Exposé ist nicht öffentlich, daher spricht man hier auch nicht von einem IPO. Das Unternehmen darf den Börsengang auch nicht öffentlich bewerben. Ihr seht, es ist also wichtig, sich vor einem Investment zu informieren darüber, wie ein Unternehmen den Börsengang bestritten hat. Sind die Voraussetzungen für Unternehmen niedriger, so ist das Risiko für euch höher. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Im nächsten Video geht es dann um den Börsengang über die SPAC. Ciao.